Sonnenschein und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Das lockt heute viele Schleswig-Holsteiner nach draußen. Der Frühling ist da. Endlich. Endlich, wir genießen die ersten Sonnenstrahlen, können es kaum erwarten und sind hoffentlich froh, den Winter hinter uns gelassen zu haben, oder? Sommer, Sonne, dann noch Strand im Hintergrund, also was gibt's Besseres? Also wir freuen uns tierisch auf den Sommer und auf die Sonne. Doch noch ist kein Sommer. Frühlingshafte 13 Grad sind es an der Kieler Förde. Es ist ein richtig schönes Wetter, nicht zu warm, schöne Brise, Sonnenschein, alles gut. Die Brise, ein leichter Wind aus Nordost. Für Surfer und Segler auf der Ostsee ideale Bedingungen. Doch der Wind ist nicht jedermanns Sache. Es ist so recht windig und wenn man gerade eine Erkältung hinter sich hatte, ist man ein bisschen vorsichtiger. Der erste Tag im Strandkorb für Monika und Frauke, ein Grund zum Feiern. Oh, das ist herrlich. Ja, zwar ein bisschen Wind, aber wir haben unseren Windschutz. Also ja, sehr schön. Wunderbar, genießen wir von morgens bis abends. Gerade jetzt heute den ganzen Tag, keine Wolke, wunderbar. Ein Eis geht ja immer, doch bei Frühlingswetter, da schmeckt's noch mal besser. Lecker. Gerade Eis ist heute heiß begehrt. Allgemein haben viele Eisdielen die Preise angezogen. Nicht so im Bistro Strande. Da haben sie eine andere Lösung gefunden. Andere Eisdielen sind teurer geworden. Wir dagegen sind bei 1,50 Euro geblieben. Dafür sind die Kugeln kleiner geworden, damit die Leute am Strand auch eben für kleines Geld die Kugeleis erwerben können bei uns. Noch ist es nicht so weit, doch so langsam kann man sich schon auf die Rapsblüte freuen. In der Mittagspause nutzen Sonnenhungrige hier im Kieler Hiroshima-Park die bereitgestellten Liegestühle. Sehr schön. Also Kaiserwetter würden wir in Kiel sagen. Das war das Wetter, wo der Kaiser dann nach Kiel kam. Er ist nur bei gutem Wetter gereist. Aber es ist toll, ne? Da kann man das Land zwischen den Meeren als Urlaubsland empfehlen. Ja, die Sonne ist verlockend, doch darf man nicht vergessen, dass zu viel UV-Strahlung Haut und Augen schädigt. Vor allem Kinder müssen geschützt werden. Sonnenbrände vermeiden, Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden und die Augen durch eine geeignete Sonnenbrille schützen. Übrigens, Schatten ist der beste Sonnenschutz.